Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du Influencer-Marketing als Vertriebskanal nutzen kannst. Ja, also neben Meta, TikTok und auch Google Ads ist Influencer-Marketing einfach ein starkes Tool, um Verkäufe zu generieren. Ja, und wichtig sind natürlich die richtigen Influencer. Ja, das heißt, Qualität ist hier auf jeden Fall wichtiger als Quantität. Und darauf gehen wir unter anderem ein. Ja, und auch noch auf ein paar andere Punkte, die einfach super wichtig sind zu beachten. Ja, aber kurz mal über mich. Ja, mein Name ist Oliver Pilch. Ich bin Geschäftsführer der Pilch Consulting. Ich bin seit 4,5 Jahren im E-Commerce aktiv und habe knapp 10 Jahre Handelserfahrung. War also durchaus vorher schon in anderen Branchen unterwegs als im E-Commerce. Ja, wir haben einzelne Kooperationen gehabt, die 4- bis 5-stellig gekostet haben für unsere eigenen Brands. Das heißt, wir haben im Influencer-Marketing jede Menge Erfahrung. Ja, haben da auch mit sehr großen Influencern zusammengearbeitet, die Millionen von Followern haben. Und mit LimeAds bauen wir zusammen mit unseren Kunden nachhaltig profitable Online-Shops. Da ist es besonders wichtig, dass wir auf das Thema Brandbuilding eingehen, ja, weil Brandbuilding auch im Endeffekt Dropshipping früher oder später besiegen wird. Und damit meine ich einfach, dass du mit Dropshipping langfristig nicht planen kannst, kein nachhaltiges Business aufbauen kannst. Ja, Dropshipping ist immer super für den Start, aber das Brandbuilding ist super wichtig, um nachhaltig einfach einen Onlineshop aufzubauen. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Das sollte dir bewusst sein. Dir sollte auf jeden Fall bewusst sein, dass du früher oder später ins Branding gehen solltest, um nachhaltig profitabel zu bleiben. Ja, jetzt gehen wir einfach mal auf die Vorteile vom Influencer-Marketing ein. Das kann sehr günstig sein, wenn man gute Deals eingeht. Das ist natürlich wichtig, ja, dass man auf jeden Fall gute Deals eingeht, weil sonst kann es natürlich auch sehr teuer werden. Vor allem, wenn man ja falsche Daten einholt oder irgendwie vielleicht gefakte Daten bekommt von Influencer. Das kann sehr teuer werden, aber ansonsten, wenn man es richtig macht, ist es sehr günstig und man kann sehr profitable Verkäufe generieren. Ansonsten vertraut die Community von dem Influencer natürlich dem Influencer und ist dadurch auch eher bereit zu kaufen. Ja, also die vertrauen dem Influencer in der Regel, wenn es denn ein seriöser ist und nicht einer, der vielleicht in der Vergangenheit aufgefallen ist durch irgendwelche komischen Werbekooperationen. Ja, dann ist es vielleicht nicht so, ne? Aber ansonsten, ja, vertraut die Community in der Regel dem Influencer und ist dadurch dann auch eher gewillt, bei dir im Onlineshop zu kaufen, weil die Leute der Empfehlung des Influencers folgen. Ansonsten können gute Influencer vor allem Marketing, ja, sie wissen meistens, wie man Produkte bewirbt, auch da mit Vorsicht zu genießen, ne? Natürlich braucht man da auch einen guten Influencer, weil wenn du jetzt da keinen guten hast, dann wissen die natürlich nicht, wie man Produkte bewirbt und da muss man denen quasi per Briefing dann einfach vorgeben, wie die das machen sollten. Ja, ein Briefing sollte man generell immer erstellen, ein Briefing ist nichts anderes als ein Dokument, welches du dem Influencer zusendest. Und mit diesem Dokument kann quasi der Influencer sich dann quasi langhangeln und weiß ganz genau, was er zu sagen hat in der Kooperation, ja, wie der das Produkt präsentieren soll, was er zu markieren hat und so weiter und so fort. Ansonsten kann der Influencer deine Bekanntheit steigern und hat natürlich auch Einfluss auf die Außenwahrnehmung. Ja, genauso wie ein Prominenter zum Beispiel, ja, wenn du jetzt Sportklamotten hast und Cristiano Ronaldo macht Werbung für deine Sportklamotten, dann steigert das natürlich die Bekanntheit und hat auch einen Einfluss auf die Außenwahrnehmung. Es muss jetzt nicht Cristiano Ronaldo sein, es kann auch jemand anderes sein, ja, es kann auch ein kleinerer Influencer sein, weil die Community, wie gesagt, diesen vertraut und dadurch, dass der Influencer dieses Posting dann macht, hat das natürlich dann auch einen Einfluss generell für deine Brand. Ansonsten kannst du Content von Influencern wieder nutzen, ja, das kannst du dann recyceln quasi und dann als Werbeanzeige nutzen. Das musst du natürlich vorher mit dem Influencer abklären, aber der Content eignet sich dafür super. Ja, was gibt es denn generell für Influencer? Also es gibt natürlich kleinere und auch größere Influencer. Ja, wir fangen jetzt hier mit den Nano-Influencern an. Das sind 1.000 bis 10.000 Follower. Dann kommen die Mikro-Influencer, dann die Makro und zu guter Letzt kommen dann die Mega-Influencer mit ab 1 Million Abonnenten. Wir konzentrieren uns meistens auf die Nano- und Mikro-Influencer, vor allem am Anfang. Ja, also wenn du jetzt irgendwie fortgeschritten bist, dann kannst du natürlich auch auf die Makro- oder Mega-Influencer gehen. Die sind aber vergleichsweise natürlich schon teuer. Ja, die haben eine sehr große Reichweite teilweise und von daher kosten die dann auch dementsprechend. Wir konzentrieren uns am Anfang immer hier auf diese Gruppe, also bis zu 100.000, aber meistens bis 20.000, 30.000 Abonnenten.
Die Vorteile der Nano- und Mikroinfluencer, ja, einerseits gehen viele auch kostenlose Kooperationen ein. Das heißt, ja, du musst dann einfach nur das Produkt zu dem Influencer senden und der macht dann zum Beispiel eine Story für dich. Ja, vor allem, wenn der Influencer dann an dem Produkt interessiert ist, das natürlich auch zur Nische passt, dann könnte es sein, dass er es kostenlos macht. Ja, also meistens sind das Leute mit 20.000 bis 30.000 Followern. Das musst du natürlich aushandeln, aber es gibt einige, die das dann auch kostenlos machen und du kannst somit sehr schnell profitabel sein. Du zahlst nämlich dann nur das Produkt, ja, und alles, was darüber hinausgeht, ist dann halt dein Gewinn. Inhalte werden als sehr authentisch und glaubwürdig aufgenommen, ja, weil, wie bereits gesagt, die Community dem Influencer vertraut, ja, dem jeden Tag folgt, jeden Tag die Videos schaut, beziehungsweise den Content von dem Influencer schaut und quasi so eine gewisse parasoziale Beziehung, so nennt man das, aufgebaut hat zu dem Influencer und deswegen wird das auch als authentisch und glaubwürdig aufgenommen. Vorausgesetzt, es ist ein authentisch und glaubwürdiger Influencer, ansonsten kann es auch nach hinten losgehen. Generell sind Nano- und Mikro-Influencer günstig, ja, und geeignet für den Start. Deswegen empfehle ich dir dann auch für Anfänger, die jetzt gerade zum Beispiel mit Dropshipping starten oder mit E-Commerce, weil du so beispielsweise auch kostenlos mit denen zusammenarbeiten kannst oder für wenige 100 Euro. Ja. Ansonsten haben die Nano- und Mikro-Influencer eine höhere Engagement-Rate als jetzt die größeren. Ja, das heißt, das Engagement, also die Kommentare zum Beispiel oder die Likes und so weiter auf einen Post, die sind höher als bei den größeren. Ja, das habe ich jetzt hier auch bei den Fakten, bei den Makro- und Mega-Influencern. Der Streuverlust bei großer Anzahl von Followern, der ist ziemlich groß einfach, ja, weil du hast da nicht aktive Nutzer, also irgendwelche Bots, die generell gar keine Aktivität haben. Und du hast aber auch eine gegebenenfalls nicht passende Zielgruppe. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Produkt du hast. Ja, da musst du natürlich dann analysieren, ob das Produkt auch zu deinem Influencer passt, ob das in die Nische passt. Aber je größer der Influencer ist und je breiter der aufgestellt ist, also jetzt vielleicht nicht in einer gewissen Nische, desto größer ist der Streuverlust am Ende. Ansonsten ist diese Art von Influencer natürlich vergleichsweise teuer, ja, weil die natürlich eine gewisse Reichweite haben und sich diese Reichweite auch bezahlen lassen. Die wissen auch, was die für einen Impact haben können auf Verkäufe oder auf eine Brand generell. Und deswegen können die sich das auch erlauben, dann höhere Beträge zu fordern. Ansonsten hast du hier natürlich einen starken Branding-Effekt, weil der Branding-Effekt hier natürlich um ein Vielfaches größer ist als bei Nano- oder Mikro-Influencern. Ja, weil das sind teilweise schon Stars, waren vielleicht irgendwo im Fernsehen, ja, sind einfach bekannt und deswegen ist der Branding-Effekt dann für deine Brand dann auch stärker. Wir konzentrieren uns aufgrund dieser Vorteile vor allem auf die Nano- und Mikro-Influencer, da diese eine höhere Erfolgsaussicht haben, was die Profitabilität der Kampagne anbelangt. Ja, wie gesagt, sind einfach günstiger, du kannst teilweise kostenlose Kooperationen eingehen und der Streuverlust ist nicht so groß. Ja, und deswegen würde ich hier mit immer starten, weil das einfach für den Anfang besser ist. Schön und gut, ja, die Vorteile der Nano- und Mikro-Influencer, aber wie finde ich die denn jetzt überhaupt? Ja, ganz einfach, Instagram Explore, da kannst du simpel und effektiv nach Influencern suchen. Ja, wenn du dann ein passendes Profil gefunden hast, dann gibt es dort auch die Funktion für einen Vorschlag. Da, das ist so ein kleiner Pfeil, da klickst du dann runter und dann werden da weitere passende Profile oder ähnliche Profile vorgeschlagen. Und so findest du eigentlich schon sehr, sehr viele Leute, die dann passend sind. Also du musst erstmal den ersten finden, der generell zu deiner Zielgruppe passt. Und dann kannst du quasi mit diesen Vorschlägen arbeiten und dir ähnliche Influencer anzeigen lassen. Ansonsten kannst du auch über Hashtags gehen. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Fitnessprodukt hast, dann gehst du über den Hashtag Fitness oder ähnliche Hashtags, die generell zur Nische passen. Und da kannst du dann auch nach Influencern suchen. Ansonsten gibt es dann auch noch Plattformen, die kostenpflichtig sind, wie zum Beispiel Modash.io oder aber auch Agenturen oder Managements, an die du dich wenden kannst. Und dort kannst du dann auch nach Influencern fragen. Ja, kannst ein bisschen was zu deiner Firma erzählen und die schlagen dir dann passende Influencer vor, aber das sind dann meistens auch welche, die ein bisschen teurer sind, vor allem wenn Managements dabei sind, die wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben, von daher kostet das dann auch ein bisschen mehr. Ja, den Preis, den sollst du natürlich auch korrekt berechnen, damit du
nicht abgezogen wirst. Ja, ganz einfach gesagt. Der Preis wird quasi als 1000 Kontaktpreis beschrieben, ist nichts anderes als ein CPM und der durchschnittliche TKP pro Post ist 10 bis 20 Euro. Ja, dieser Wert ist nur ein Richtwert und kann natürlich je nach Influencer variieren und der dient für dich jetzt einfach nur als Kontrolle, ob der Influencer teuer oder günstig ist. Ja, hier hast du jetzt dann ein paar Beispiele. Also wenn der Influencer jetzt eine Reichweite hat von 10.000 Leuten, das ist auch sehr wichtig, Reichweite und nicht Follower. Follower ist nicht entscheidend, sondern wie viele Leute der Influencer wirklich erreicht. Ja, und bei 10.000 Leuten hast du jetzt hier beispielsweise 100 Euro, ja, bei einem TKP von 10 Euro, bei einer Reichweite von 25.000 Leuten wären es bei einem TKP von 20 Euro 500 Euro und bei einer Reichweite von 50.000 Leuten wäre der Preis 1.000 Euro bei einem TKP von 20 Euro. Ja, das jetzt einfach mal nur als Beispiel. Hier habe ich nochmal beschrieben quasi, dass der Messwert die Reichweite ist und nicht die Anzahl der Follower. Das macht keinen Sinn, ja, weil du willst ja nicht für irgendwelche Bots zahlen oder nicht aktiven Follower. Ja, daher musst du natürlich immer die Insights checken und nur für die tatsächlich erreichten Personen zahlen. Ja, weil das willst du ja auch, weil du willst ja nicht für, wie gesagt, für irgendwelche Bots zahlen. Das macht keinen Sinn. Bei Stories ist es so, dass du dir dann natürlich die Story-Views anschaust. Ja, also bei Postings, bei Feed-Posts, bei Instagram zum Beispiel, würdest du dir die Reichweite der Posts zuschicken lassen. Ich zeige dir gleich nochmal ein paar Beispiele, wie das ausschaut, diese Screenshots. Bei Stories sind das dann natürlich die Story-Views. Hier sind dann die Preise nochmal ein bisschen anders. Hier liegt der TKP im Schnitt bei ca. 20 bis 60 Euro. 10.000 Story-Views liegen dann also zwischen 200 und 600 Euro. Ich würde aber nicht mehr als 300 Euro für 10.000 Story-Views zahlen. Ja, also nicht mehr als ein TKP von 30 Euro. Das Ziel ist es nämlich, den besten Deal rauszuholen. Ja, und du sollst bei Mikro- und Nano-Influencern immer versuchen, erst einmal nur das Produkt an den Influencer zu schicken, denn dann hast du nur die Produktkosten und das wäre für dich der beste Deal. Ja, heißt, versuche immer erst das Produkt an den Influencer zu schicken. Wenn es nicht klappt, kannst du ihm natürlich anhand dieser Berechnung noch zusätzlich einen Betrag anbieten, natürlich dann eher niedriger ansetzen und dann so mit der Verhandlung starten. Natürlich solltest du nicht komplett unverschämt sein und jetzt irgendwelche Makro-Influencer anschreiben und den irgendwie nur das Produkt vorschlagen, ja, das macht auch keinen Sinn. Du solltest aber immer schauen, dass es so im Verhältnis steht mit dem Influencer, was du da machst, ne? Ansonsten gibt's noch das Affiliate-Modell, ja, da kannst du natürlich dann auch mit dem Influencer aushandeln, dass der dann einfach einen gewissen Anteil vom Umsatz erhält. Dafür kannst du dann ja einen UTM-Link erstellen oder halt mit dem Rabattcode dann messen, also entweder mit dem Link oder mit dem Rabattcode messen, wie viele Sales über den Influencer kamen, um dann die Vergütung zu bestimmen. Das machen aber die wenigsten, ja, weil die haben keinen Bock darauf, sich irgendwie abhängig von dir zu machen und die wollen einfach im Voraus dann meistens schon das Geld und deswegen machen es dann die wenigsten jetzt irgendwie so ein Affiliate-Deal mit dir, ja. Von daher, das kannst du auch versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ansonsten sind hier jetzt nochmal die wichtigen Statistiken, die du natürlich dann auch vom Influencer dir zuschicken lassen solltest. Das ist einmal die Engagement Rate. Das kannst du selber berechnen. Also das musst du nicht zuschicken lassen. Ja, dann einmal die Länderverteilung, Verteilung des Geschlechts, Reichweite, Story Views und Post, Website Klicks von alten Kooperationen, wie viel Werbung in der letzten Zeit, also wie viele Werbepostings hatten die? Sind die jetzt irgendwie so eine wandernde Litfaßsäule und machen jetzt jeden Tag für 5 Firmen Werbung? Das wäre vielleicht nicht so von Vorteil, wenn vor deinem Posting dann irgendwie noch 3 andere Kooperationen wären. Ansonsten, was ist das denn für ein Engagement? Was steht in den Kommentaren? Ja, damit meine ich einfach die Qualität des Engagements, weil es kann ja sein, dass da auch irgendwie nur so Bot-Kommentare sind, wo immer dasselbe steht, von irgendwie so 10 Kommentare von einem Account oder sowas. Da solltest du auf jeden Fall schauen, ob die Leute auch wirklich mit dem Influencer interagieren und auch wirklich, ja, einen qualitativen Kommentar da lassen, ja, oder irgendwie Nonsens, der vielleicht gar nicht passt. Von daher, das solltest du auch beachten. Ja, und wie du hier siehst, das sind jetzt so Screenshots aus Instagram. Hier hast du einmal die Altersverteilung, ja, dann hier die Länderverteilung und das Geschlecht. Das kommt immer darauf an, was für ein Produkt du natürlich hast. Hier siehst du dann, dass die meisten aus Deutschland kommen. Das ist natürlich wichtig, wenn du einen deutschen Online-Shop hast. Alles andere macht ja keinen Sinn, weil du willst ja keine, du verkaufst ja deine Produkte nicht in die USA oder so. Und deswegen sollten da natürlich auch die meisten Leute herkommen. Hier die Altersgruppe könnte natürlich auch noch relevant sein für dich, je nachdem, was für ein Produkt du anbietest und natürlich auch das Geschlecht, weil wenn du jetzt irgendwelche Beauty-Produkte hast, ja, oder irgendwelche
Kleider oder sowas, ja, dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn die meisten Follower Frauen sind und nicht Männer dann in dem Fall. Ne? Von daher, das solltest du dir schicken lassen, damit du das dann auch besser abschätzen kannst. Und hier hast du dann natürlich dann nochmal so Screenshots von der Reichweite. Ja, hier siehst du einmal Stories und hier einmal die Feedposts. Und hier kannst du dann abschätzen, wie viele Leute hier tatsächlich erreicht wurden. Und da kannst du dann halt auch für dich abwägen, ob es dir was wert ist, für den Influencer ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen oder halt erstmal zu sagen, ey, hör mal zu, du hast hier zwar 50.000 Follower, aber sehr wenig Story-Views und deswegen möchten wir das gerne erstmal mit dem Produkt versuchen, das natürlich nett verpacken, sodass der Influencer dir da auch überhaupt antwortet. Ansonsten hast du hier noch so ein paar Benchmark-Werte für das Engagement. Ja, das kann natürlich auch variieren. Ja, das ist jetzt hier auch nicht in Stein gemeißelt, aber einfach für dich, dass du das so ein bisschen abwägen kannst. Und das kannst du dir gerne hier einfach mal anschauen. Hier hast du auch nochmal so einen kostenlosen Rechner. Da kannst du einfach einen Instagram-Account eingeben und dann spuckt er dir auch automatisch die Engagement-Rate aus. Ja, das heißt, du musst da gar nicht selber berechnen, sondern du kannst einfach hier eingeben. Ansonsten kannst du es natürlich auch selber berechnen. Wenn du jetzt Bock auf eine Matheaufgabe hast, dann kannst du jetzt hier einfach natürlich mit der Formel das Engagement bzw. die Engagement Rate pro Post dann generell berechnen. Ja, dann kannst du natürlich dann für ein paar Posts das Ganze berechnen und kannst dann besser einschätzen, ob es denn eine gute ist oder nicht. Ja, wie das im Business so ist, werden auch Probleme auftreten beim Influencer-Marketing. Das heißt, du wirst ja Influencer haben, die nicht auf deine E-Mails antworten. Es werden auch unter anderem zu hohe Preise gefordert. Ja, das heißt, da kommen dann irgendwelche Influencer, die haben 20.000 Follower und wollen 1.000 Euro von dir oder so. Das ist natürlich total utopisch, ja, wenn die eine schlechte Reichweite auch gleichzeitig haben. Deswegen, da musst du natürlich aufpassen, dass du da immer gut verhandelst. Ja, und vor allem auch im ersten Punkt einfach richtig mit denen in Kontakt trittst, weil sonst kriegst du überhaupt gar keine Antwort. Ansonsten kannst du natürlich dann, wenn du jetzt irgendeinen Influencer erwischst, der keine Ahnung von irgendwas hat und du jetzt kein Briefing verschickst, natürlich dann nicht mit einem guten Ergebnis rechnen. Ja, da solltest du auf jeden Fall dann mit einem Briefing arbeiten. Ich würde generell immer mit Briefings arbeiten. Das heißt, immer irgendwelche Anforderungen schicken, wie der Influencer etwas zu tun hat. Und dann kannst du auch ein besseres Ergebnis erwarten als ohne. Ansonsten kann natürlich der Manager vom Influencer auch sehr kompliziert werden. Das heißt, ja, der will dann auch vielleicht nochmal ein Stück vom Kuchen, deswegen wird es dann nochmal teurer, hat dann vielleicht nochmal irgendwelche Anforderungen und so weiter und so fort. Das ist meistens erst bei den Größeren so. Es kann auch sein, dass manche schon mit 30, 40, 50.000 Manager haben. Ich weiß nicht warum, aber manchmal kommt es vor. Ja, und von daher kann das natürlich auch vorkommen. Ansonsten werden einfach auch falsche Influencer rausgesucht, ja, sehr oft. Da solltest du aufpassen, wie gesagt, dass du die ganzen Daten kontrollierst, auch Daten der alten Kooperationen, generell, ja, was sind da für Kommentare, wie ist die Qualität der Follower und so weiter und so fort, damit du da nicht an den Falschen gerätst. Aber wie es im Marketing manchmal so ist, einmal hast du einen guten Influencer, dann hast du mal vielleicht ein bisschen schlechteren Influencer. Die Ergebnisse sind natürlich nicht immer utopisch gut. Du musst immer so ein bisschen vergleichen, ein bisschen ausprobieren und dann wirst du natürlich auch einen guten Influencer finden. Kurz und knapp, ja, musst du einfach nur als erstes einen Influencer raussuchen. Zweiter Schritt, du prüfst den Account, ja, das Engagement, Qualität der Kommentare und so weiter. Wenn alles valide ist, dann schreibst du eine E-Mail und wartest dann auf die Antwort. Ja, du pitchst jetzt gar nicht in der ersten E-Mail oder so, sondern du schreibst erstmal, ob generell Interesse besteht. Ja, und wenn Interesse besteht, dann fragst du Statistiken an, genau die Statistiken, die ich dir auch in diesem Dokument gezeigt habe. Wenn das alles passt, dafür kannst du dann auch einfach hier aus dem Dokument die Formel nutzen und dann gegebenenfalls was berechnen, aber du kannst natürlich auch versuchen, erstmal ja vielleicht nur mit dem Produkt eine Kooperation einzugehen. Ne? Ansonsten solltest du schon einen Vertrag mit dem Datum von dem Post machen mit dem Influencer, weil es kann sein, dass vielleicht sonst irgendwas schief geht, weil derjenige sich dann denkt, ja okay, ich habe jetzt nichts unterschrieben, ich habe das Produkt bekommen, cool, ich mache jetzt gar nichts. Ja, von daher, das solltest du immer dann, du solltest dich einfach selbst damit absichern und dann einen Vertrag aufsetzen. Ja, kann auch ein ganz kurzer Vertrag sein. Wenn du dafür eine Vorlage brauchst, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben. Dann kann ich dir gerne eine zukommen lassen. Ansonsten solltest du dann natürlich noch das Briefing anfertigen und dann zusammen mit dem Produkt das Ganze
an den Influencer raussenden. Das heißt, das Briefing schickst du dem einfach dann per E-Mail, ja, und das Produkt schickst du ihm dann so zu. Und im nächsten Schritt würde der Influencer dann den Post machen mit einem Rabattcode. Du solltest auf jeden Fall schauen, dass der Influencer irgendwie ein richtig geiles Angebot hat. Ja, also dass du ihm natürlich ein geiles Angebot gibst für die Kooperation, damit die Follower natürlich dann auch Interesse haben, bei dir im Shop einzukaufen. Das kannst du am besten machen mit einem richtig guten Angebot. Ja, und wenn du dann diese Schritte alle richtig gemacht hast und du auch einen guten Influencer hast, dann wirst du Umsatz machen. Ja, das kurz und knapp zu dem Thema Influencer-Marketing. Schau dir das Dokument hier gerne nochmal in Ruhe an. Ja, ich füge es dem Video hier, denke ich mal, einfach zu. Dann kannst du es nochmal in Ruhe anschauen. Beachte einfach die Punkte. Ja, schau, dass du auf jeden Fall nicht sofort irgendwie einen Deal eingehst, wenn du die erste Nachricht vom Influencer bekommst, sondern schau, dass du da einen guten Deal raushandelst. Ein bisschen Verhandlungsspielraum ist immer da. Und schau auf jeden Fall, dass du dir alle Statistiken durchschicken lässt, damit du dann überhaupt beurteilen kannst, ob das ein solider Influencer ist oder nicht. Wenn du ansonsten noch Fragen hast zu dem Ganzen, dann kannst du mir selbstverständlich auch gerne bei Instagram schreiben. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass du bei dem Video dabei warst. Ich hoffe, du konntest hier ein wenig mitnehmen. Du kannst auch den Kanal abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ich werde in den nächsten Wochen noch ziemlich viel Mehrwert raushauen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Lass dem Video auch noch ein Like da. Dein Olli. Ciao.